Ich werde vermutlich diesen Wert nicht mal mehr wieder erreichen, wie ich mich kenne. 0,4 passt. So. Das wird sich sowieso ein bisschen ändern, weil man erreicht selten in so einer Perfektion ein Manöver, dass es wirklich genauso ausgeführt wird, wie es gedacht war. Das ist wirklich selten. Es wird also vermutlich eh bis auf einen Kilometer ungefähr raufgehen. Dann machen wir vielleicht noch ein Manöver. Das sehen wir mal. So. Wir richten uns aus. Wir sind jetzt schon längst im dritten Teil des Videos, denke ich mal. Oder wir machen 15 Minuten, 20 Minuten Folgen, mal sehen. Bin ich schon zu. Ich glaube, ich habe viel zu viel. Ich habe viel zu viel geboostet. Viel zu viel. Da muss ich neu planen. Das war ja mal gar nichts. Oder ich nehme direkt die hier. Die gibt es ja auch noch. 7,8, das wird neu geplant. Das kann nicht sein. Da habe ich Bockmist gebaut. Tut mir leid, Leute. Geschwindigkeit aufnehmen. Wow. Das war zu viel gezogen. So, gutes Augenmaß ist immer sehr hilfreich. 0,8. Das behalten wir erstmal bei. Um das Desaster wieder gut zu machen, das ich hier angerichtet habe. Ihr seht, also ihr müsst wirklich aufpassen, was man macht. Einmal zu viel gesteuert und schon zerhaut man sich alles. Da habe ich gerade nicht aufgepasst, was ich da tue. Die Nase hätte mich bestimmt gefeuert. Wäre noch dumm genug gewesen, mich einzustellen. So, wir sind da. Hilfssysteme einschalten, beschleunigen und stopp. Das war's schon. Nicht wundern, die Punkte springen immer total 17 Kilometer. Irgendwas ist hier verdammt faul. Aber ich habe den, glaube ich, verbessert. Auch nicht. Naja, das ist jetzt Spielerei. Ihr müsst halt gucken, was tut man, um das zu erreichen, wie krieg ich das hin, dass die Punkte sich annähern, welche Regler verändern was am System. Und ihr müsst keine Sorge haben, einmal so einen Punkt versaut, löschen, ihr macht einen neuen und fertig. Aber ich glaube, ich bleibe bei denen hier, die lassen sich wesentlich besser erreichen. Jedenfalls für meine begrenzten Fähigkeiten ist das leichter. So, man sieht, die beiden waren sehr weit auseinander. 1,7 Kilometer. 1,6. 1,4. Ich muss mich auch beeilen, weil da hinten kommt ja auch schon wieder das Raumschiff angeflogen. Ja, Monopropellant. Das wird echt knapp, Leute. Ob ich euch da noch zeigen kann, wie ich andocke. Wir werden sehen. Also, weiter. Stück für Stück zum Ziel. Vielleicht cutte ich auch was raus. Das kann auch sein. Denn kann ich euch zumindest was zeigen. So, komm, 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 komm. Wieso geht denn das jetzt nicht? Da haben wir ihn. So. Hilfssysteme ausschalten, Manöverpunkt löschen. Erst dann werden die Rendezvous-Punkte abgedatet. 2,6, das ist schon mal besser.
Leider ist das System ein bisschen ungenau. Also die werden auch abgedatet, wenn man nur einen Rendezvous-Punkt setzt, da wo man überhaupt nichts an Änderungen eingestellt hat. Das ist ein bisschen nervig. Macht das Planen auch schwieriger. So, alles unter einem Kilometer ist gut. Komm, kriegen wir 0,9? 0,9. Perfekt. Wow. Da wäre ich fast übers Ziel hinausgeschossen. Die große Frage ist jetzt, da ist er, da ist der blaue Punkt. Wir sind auch schon fast drüber her, aber das macht noch nichts. Wir wollen ja nur eine kleine Anpassung machen. Da ist die Präzision nicht so erforderlich. Das wird ganz schön knapp, Leute, mit dem Treibstoff. 1,2 Kilometer, den Punkt nehme ich jetzt. So. Und an diesem Punkt werde ich gleich anfangen anzusteuern. Ich lasse die beiden jetzt ankommen. So. Rasen sie auf uns zu. Und ich hatte gerade einen FPS-Einbruch. Das hat mich gerade schockiert. Ich hatte schon damit gerechnet, dass die vor sind. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Das ist nicht die Station. Nein. Irgendwo. Ja, wo ist sie denn? Richtung Erde geguckt. Da unten. Da ist sie. So, 1,3 Kilometer. Da fangen wir jetzt an mit gegenzusteuern. Wir haben eine Taktgeschwindigkeit von, und das war falsch, von 15, 16,4. Die wollen wir verringern. Ich will nämlich jetzt den gleichen Drift haben wie die Station. Ich drifte, ich steuere euch da jetzt mal entgegen. Möglichst auf 0. Es geht noch nicht ganz so gut, aber das passt. So. Jetzt, wo wir parallel fliegen, steuere ich auf die Station zu. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob das die beste Variante ist, das zu machen. Ich habe mir das einfach so Try and Error beigebracht. Es soll hier auch kein Tutorial sein oder so. Aber es funktioniert. Ihr habt ja gesehen, was man alles bauen kann. So, jetzt nähern wir uns schon ziemlich schnell. Da kommt die Station angerast. Und was wir natürlich wollen, ist, dass wir dasselbe Spiel wiederholen. Sollte die Steuertriebwerke anmachen. Oh, der rast vorbei, sie rast vorbei. Schaffen wir es noch? Vollbremsung. So, wir haben eine Annäherung von 0,3 Kilometern pro Sekunde. Das ist gar nicht verkehrt. So, ich werde euch nicht mehr den ganzen Prozess von Andocken, Abdocken und so weiter zeigen. Wir fliegen jetzt einmal hin, docken an und dann gibt es vielleicht später noch ein Video. Ich weiß es noch nicht. So, jetzt müssen wir gucken. 60 Meter Entfernung. Sollte nicht so stark lenken. Das ist nicht gut. Erstens verbraucht das viel Treibstoff und zweitens brauchen wir immer noch Zeit zu manövrieren. So, weil was ich gar nicht möchte, ist in die Station reincrashen. Was passiert, wenn ich auf diese Strecke weiterfliege? Und deswegen wird gegengesteuert. So, jetzt muss ich einmal gucken, dass ich vorbeikomme.
was eigentlich gar nicht so schlecht aussieht. Das Problem ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wackelt alles. Das wackelt so sehr hier. Wisst ihr was, Leute? Angesichts des schlechten Treibstoffbedarfs docke ich hier oben an. Ich setze den genauen Dockingport hier als Ziel. Das wackelt so sehr hier alles. Es kommt so ein bisschen durch die Instabilität des Raumschiffs, also des Orbitalrings und vom System, vom Spiel. So, mal gucken, dass wir das. Gucken, ich setze auch mal meinen Dockingport Control von hier. Das dürfte identisch sein. Dadurch richte ich die aus. Jetzt gehe ich ins Docking Mode und guck mal, was ich da reißen kann. Gar nichts anscheinend, okay. Ich kann drehen. Bringt mir jetzt auch nicht viel. Das wundert mich ein bisschen. Aber gut. Dann habe ich halt einen Orbitalring bei meiner Ausguckstation. Mann, ist das Ding schwer zu durchgucken. So, jetzt geht's ans Manövrieren. Und zwar muss ich mal wieder dafür sorgen, dass ich da vorkomme. Ich drehe mich schon mal um. Ich verbrauche gerade sehr, sehr viel Treibstoff leider. Das Gemeinste bei der Sache ist, dass das Drehen des Raumschiffs bei diesen kleinen Geschwindigkeiten schon wieder Schub erzeugt. Ach, jetzt habe ich auch falsch rumgedriftet. Ich glaube, Leute, das wird leider heute nichts mehr hier mit dem Andocken. Boah, wie. Ach, ich habe das SAS an. Ich habe nur noch 5 Einheiten Monopropellant. Leider, leider, leider. Wird das wohl nicht funktionieren. Ich bin auch ein bisschen zu hektisch geflogen. Durch den Change in der Atmosphäre, habe ich zu viel Treibstoff verbraucht. Schade. Aber ihr seht, es ist nicht ohne. Man fliegt nicht einmal mal eben mit Autopiloten rauf, macht was und kommt dann wieder runter. Ich versuch's noch weiter, ich will es ja schaffen. 2,8 Einheiten. Was ist denn jetzt los? Es steuert sich ja wie Butter. Wow, was ist denn hier los? Nur 0,9, das hat mir gerade die letzte Energie gekostet. Was ist das? Das steuert sich ja total freaky gerade. Naja. Ihr seht, das wird jetzt nichts mehr. SAS-System an. Ich habe kein Monopropellant mehr. Ich kann nicht mehr steuern. Ja. Close. Wirklich close. Nah dran. Ich hätte jetzt nur noch da dran fliegen müssen. Das wäre es gewesen.
Optionen, die mir jetzt noch bleiben, sind entweder eine weitere Rakete starten und die beiden Teile aufsammeln, komplett das Ganze nochmal neu versuchen, oder mit der Raumstation fliegen. Und das werde ich garantiert nicht tun. Na gut, auf jeden Fall, ihr habt gesehen, so baut man Raumstationen. Das Andocken kann man besser machen, aber den ganzen Mechanismus habt ihr gesehen. Ja, dann verabschiede ich mich für heute. Ihr werdet vielleicht irgendwann im Video sehen, wo die Raumstation wieder intakt ist oder was das hier geworden ist. Welche Pläne ich damit noch habe. Und dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Headless.